Ein herzliches Willkommen hier zum Metze Power Cup aus Schweden, aus BK Häcken. Mit dabei aber auch St. Pölten. Ja, Fanghammers Teams treffen aufeinander. Ja, Christi. Und wir beide sitzen gemütlich auf der Tribüne wieder. Ja, ich noch nicht. Na? Na? Na, ich hab's noch nicht geschafft, von Polen daher zu reisen. Bin nur... Ja, stimmt. Dein Auto ist ja weg. Ich habe polnisches, vergiss nicht. Ich habe Connections. Ich fahre mit einem anderen österreichischen an. Oh, Moment. Na. Ach so, du bist mit einem österreichischen hingekommen. Nein, du. Oh, das hätte man aber auch auf vollen entschieden können. Du fährst mit einem österreichischen hin, mit einem polnischen zurück. Nee, lassen wir das. Ja, ich bin am Weg nach Schottland schon. Da können wir uns dann treffen. Wie sogar Schottland? Das nächste Match ist. Ah, das heißt, das ist das letzte Cup-Spiel hier. Nein, das vorletzte. Ah, Blödsinn. Ja, okay. Verstehe. Gibt es ja noch einen schottischen Verein von dir? Oh. Du Trottel, du. St. Pölten führt. Wie auch immer das. Bitte? St. Pölten führt. Diese Entscheidung schockiert mich ein bisschen, das mit St. Pölten. Bäcker-Häcken. Weil? Ich weiß nicht, ich sag mal, du warst mein Lieblingsteam. Jetzt? Ja, ja. Ist es eh? Aber jetzt lass es so im Stich, irgendwie. Na, aber ich habe auch gesehen, wie stark Bäcker-Häcken sein kann. Und habe ich mir gedacht, warum nicht? Meine zukünftige Aufstiegsmannschaft muss ich ein bisschen einspielen. Also hast du dich auf die festgelegt? Ja, das werden die ersten sein, die aufsteigen werden. Okay. Sollte eine von mir absteigen. Boah! Oh. Da dürfte. Vielleicht überlege ich es mir noch. Nein, Scherz. Ja, ich weiß wirklich noch nicht, wen ich nehmen würde. Bitte? Ich weiß noch nicht, wen ich nehmen würde. Ich meine, das Problem ist mit den Türken. Oh shit, spiele ich auch gut, aber den muss ich ja wieder downgraden. So irrsinnig. Danke. Bitte, Fairplay. Oh. Weil die haben ja auch wieder. Ich glaube, 3,5 Sterne oder so. Ja, bislang spielt St. Pölten hier aufs Tor. Ah, oh, Bellarabi, dein Ernst? Also, really? Oh. Alter. Schön. Crespo. Yes. Na, mit denen habe ich ehrlich, habe ich irgendwie eine gute Chemie. Weißt du, so vom Feeling her. Oh.
I've got the feeling deep in my bones. Kennst du nicht? Na. Das ist früher von Justin Timberlake. Das war gar nix. Oh, das war original super gemacht. Eieiei. Darf ich es reinpacken, euch wissen? Habe ich ja gewusst, dass das, dass du da besser spielst. Darum habe ich ja St. Pölten nicht genommen. Boah, das war aber auch unfair. Nein, Scherz. Na, Spielschiebung. Na. Aber dann wäre es lustig, wenn du das wirklich machen willst und dann gerade dann gewinnst du. Obwohl du gar nicht rechnest mit der. Was ich aber ehrlich gesagt auch nicht finde, dass sich da sowas bringt. Nein, nicht. Weil erstens, wenn die Mannschaft diesen Aufstieg nicht schafft, warum sollte sie dann überleben in der nächsten Runde? Ja. Na, es war eh nicht absichtlich, das war jetzt nur Spaß. Ja, ich weiß eh. Ich wollte es einfach wissen mit BK Hack, nachdem sie so sensationell weiterkommen sind. Kann eh sein, ja. Weißt du, was geil wäre, wenn so eine Mannschaft gewinnen wird? Ja, das hätte was. Basching ist auch schon im Finale gestanden, noch vor Bayern. Ja, stimmt. Stead Basching, und wo sind sie jetzt? Das ist was anderes. Wer wird der 7. Teilnehmer? Schön abfangen. Ei, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich auch nicht, das Alter hier so gut spielt. Na, nachdem BK Häckner das so gut eigentlich gespielt hat letztes Mal. Und ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wem sie rausgehauen haben, aber. Werden wir gleich schauen. Werden wir dazukommen? Habe ich glaube ich auch nicht gar nicht angesagt, gell? Sag mal, hat auf jeden Fall, wie ich in der Vorrunde war. Hat auf jeden Fall ein Fixticket gehabt. Das kann ich auswendig sagen. Um BK Häcken. Exeter City. 3-2. Ah, Exeter. Ah. Ja, das schockiert mich jetzt wirklich ein bisschen, wie die da jetzt abkacken. Oh. Ah, gerade beim Schießen hast du mich gestört.
Geh schlecht, dich. Alter. Sieht einer gelb? Das ist es bitter. Schön geschossen. Gut, ich glaube, ich werde noch ein paar Spiele nachdenken. Wobei, ein paar Spiele habe ich vielleicht nicht. Weiß nicht, was jetzt los ist mit BK. Vielleicht tue ich meine Meinung doch noch überdenken, wegen Fixaufsteiger. Wenn du denkst, dass das dein Kopf hätte sein können. Bitte? Wenn du denkst, dass das dein Kopf hätte sein können. Ja. Zurück nochmal, ihr müsst aber flanken nochmal. Weil er so, ich hab gesagt am Kopf! Oh. Hab schon damit, dass ich verkühlt bin. Nein. Du kommst jetzt drauf. Na, ich hab nichts. Ich bin angekommen. Na gut, dann machen wir den letzten auch noch. Ist ja für dich, ich hab es eigentlich gemacht. Danke. Oh Scheiße, ich habe jetzt geglaubt, dass Schiri ist. Alter. Schiri? Der Blaue? Der ist grün, oder? Der Schiri ist blau. Oh. Bei mir ist er grün. Der ist blau. Hat er schon so viel gesoffen? Na okay, den ist auch nehmen können, aber. Nein, jetzt ist es offiziell, ich glaube, ich überdenke es doch noch. Ich glaube, wenn, dann werden sie erst eine zweite Mannschaft aufsteigen. Ich glaube, die muss ich mir noch im Cup anschauen, das weiß ich nicht. Vielleicht hole ich mir irgendeine andere. Nicht Cup-Mannschaft, sondern. Weil das geht ja auch theoretisch. Muss man auch überlegen, wenn ich nächstes Jahr antreten mag im Cup. Bitte? Muss man überlegen, wenn ich nächstes Jahr im Cup antreten lasse. Ah, lasst nicht die gleichen antreten. Ja, einer fällt ja weg. Qualifizieren sich ja mehr. Ah nein, stimmt, eigentlich fällt ja keiner weg. Oder, oh ja, fallen welche weg. Naja, oder kommt drauf an. Weg? Was jetzt gar nicht? Na, von einem von uns auf jeden Fall. Naja, wegfallen. Na, oder fällt keiner weg? Nein, es sind ja nur zwei Fixaufsteiger. Fällt dann einer weg? Nein, ein Fixaufsteiger ist in die zweite Liga. Nein, ich meine, fix im Cup sind ja zwei weiter noch. Fällt da nicht eine Cup-Mannschaft weg auch? Wieso fällt eine Cup-Mannschaft weg? Na, weil ja zwei weiter fixiert sind. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, da sind ja weniger Spiele. Es sind ja zwei zusätzlich noch am Fixticket, das haben wir sechs insgesamt schon am Fixticket fürs Achtelfinale. Nicht vier, sondern das heißt, sechs. Okay, das heißt, dass da vielleicht zwei wegfallen. Ja, zum Beispiel.
Das müssen wir unsere Vorbereiter hier fragen. Das. Nein! Ja. Alter. Gib aber Jubel. Ja, damit das höchste Ergebnis jetzt hier im Achtelfinale. Das hätte man nicht gedacht jetzt eigentlich. Wenn zwei fix sind, naja. Ja, schwer jetzt so zum Überlegen. Das ist aber eine interessante Frage. Ja, wir müssen eine Antwort kriegen. Na gut, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal rein und ciao. Ciao.